Markus und ich waren beim Anspielevent von Marvel's Spider-Man 2 und durften ungefähr 3 Stunden schon anspielen. Ich persönlich habe mich sehr darauf gefreut, weil der erste Teil einer meiner Videospiel-Highlights 2018 war. Eines der Top 3 Spiele neben God of War und Red Dead Redemption 2. Marvel's Spider-Man 2 sieht wie der erste Teil fantastisch aus. New York ist nun noch größer geworden, da die Stadtteile Brooklyn und Queens aus Spider-Man Miles Morales hinzugefügt wurden. Und nicht nur das. In der Open World könnt ihr jederzeit zwischen Miles und Peter wechseln. Ganz einfach über das Ingame-Handy wechselt man die Spider-Helden wie bei GTA 5 und der Wechsel geht aufgrund der aktuellen modernen Hardware super schnell. Spider-Man 2 erscheint nicht mehr für die PlayStation 4, also konnten die Entwickler sich ganz in Ruhe auf die Power der aktuellen Konsole konzentrieren. Da die Welt nun viel größer geworden ist, muss man natürlich schneller von A nach B kommen. Und wie macht man das als Spider-Man? Ja gut, man schwingt sich halt wie in den alten Spielen durch die Häuserschluchten und nutzt eventuell die neue Slingshot-Technik, die auch in den vorherigen Spider-Man-Spielen vorhanden war und nun für das neue Spiel gefordert wurde. Kleine Fan-Trivia am Rande. Nein, das wichtigste neue Feature sind die Web-Wings bzw. Netzflügel, die beide Spider-Männer erhalten haben. Eine sehr gute Ergänzung, die sich nahtlos in das Movement integriert und nicht nur verdammt gut aussieht, sondern sich auch verdammt gut anfühlt. Und eine weitere Ergänzung gibt es auch noch, klingt jetzt ein bisschen banal, aber für mich als Fan sehr, sehr wichtig, denn Spider-Man kann jetzt schwimmen und benutzt sogar ab und zu das Momentum, um über die Wasseroberfläche ein wenig zu surfen, um bis zur nächsten Schwingmöglichkeit zu kommen. Also Wasser ist jetzt auch kein Problem mehr. Sehr, sehr nett. Selbstverständlich wurde für die Fortsetzung das Kampfsystem auch erweitert und sogar angepasst. Das Radialmenü aus dem Vorgänger wurde entfernt. Die individuellen Spider-Man-Fähigkeiten wurden nun auf L1 gelegt und die Items und Gadgets auf R1. Miles benutzt zum Beispiel mit L1 elektrische Angriffe, während Peter damit seine brutalen Venom-Fähigkeiten einsetzt. Dazu später mehr. In meiner Preview-Session konnte ich im Menü die Venom-Angriffe von Peter durch Angriffe mit seinen neuen mechanischen Spinnenbeinen austauschen. Die L1-Taste ist mittlerweile nicht nur dazu da, um Spinnskills einzusetzen, sondern ist auch eine Taste zum Parieren. Einige Gegner haben einen gelben Indikator, bevor sie angreifen. Der sagt dann an, dass man nicht mehr blocken oder ausweichen kann. Sobald der Indikator gelb aufleuchtet, sollte man unbedingt L1 drücken, um einen Parry einzusetzen. Das sorgt für mehr Abwechslung in den Kämpfen und ich musste feststellen, dass die Kämpfe dadurch auch viel anspruchsvoller geworden sind als im Vorgänger. Storytechnisch spielt Marvel's Spider-Man 2 9 Monate nach den Ereignissen von Miles Morales. Peters bester Freund Harry Osborn ist mittlerweile wieder aufgetaucht und versucht Spider-Man so gut wie möglich bei dem Doc Connors Problem zu helfen, denn dieser ist mittlerweile zur Echse geworden und sorgt für Angst und Schrecken in ganz New York. Als wäre das nicht genug, taucht noch der mysteriöse Jäger Kraven auf und versucht Dr. Connors wie auch Spider-Man zu jagen. Kleine Comicbuchempfehlung von mir am Rande, lest unbedingt Kravens letzte Jagd, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Comic zum Spider-Man-Bösewicht Kraven. Venom gab es in der Preview leider auch noch nicht zu sehen, aber wir sehen ja, er wird da sein. Ach ja, wie ihr seht, trägt Peter mittlerweile den schwarzen Symbiontenanzug. Ist allergisch gegen Schallwellen und nutzt sehr starke und brutale Angriffe mit dem Anzug. Wie er diesen Anzug erhalten hat, erfahren wir am 20. Oktober, denn da erscheint Marvel's Spider-Man 2. Ich kann es kaum erwarten, die Abenteuer von Spider-Man auf der PlayStation 5 weiterzuspielen, denn ich warte schon seit der Ankündigung darauf. Der erste Teil ist einer meiner Lieblingsspiele, weil ich ein riesiger Spider-Man-Fan bin. Der zweite Teil bietet alles, was der erste hatte, aber nur größer, optimierter, besser und anspruchsvoller. Kleine Minigames, Sammelaufgaben oder Levels mit dem Spider-Bot gibt es auch wieder, aber hoffentlich nicht zu viele, sondern in gut verteilten Portionen. Und es soll über 60 Kostüme geben, die man freischalten kann. Es klingt zwar sehr abschreckend in diesem fantastischen Spielejahr 2023, dass ein Spiel viel größer ist und viel mehr bietet, aber der Entwickler hat auch schon gesagt, dass die Hauptstory nicht viel länger sein soll als in Teil 1. Und die Spielzeit für den ersten Teil, dafür, dass es ein Open-World-Game war, fand ich ziemlich gut. Nowhere to go!